Moin zusammen. Wir haben was Neues. Ich habe da große Hoffnungen drauf, weil ich Bügeln hasse. Und zwar einen automatisierten Hemdenbügler, der Hemden durch Heißluft und so einen Sack im Inneren der Hemden bügeln soll, also glatt machen soll. Wir haben das Hemd hier feucht noch draufgehangen, leicht feucht aus der Wäsche. Und man soll angeblich 10 Minuten brauchen, um so ein Hemd dann damit zu bügeln. Das machen wir jetzt auch mal. Zur Sicherheit gehen wir mal auf 15 Minuten anstatt nur 10 Minuten und gucken mal, was dabei rauskommt im Zeitraffer. So, jetzt will ich das Ergebnis mal beurteilen. Ich als Profi-Hausmann, ja, bin ich nicht. Bin ich wirklich nicht. Auf gar keinen Fall. Eins kann ich schon mal sagen, das hat mehr Spaß gemacht als Bügeln. Wie gesagt, ich hasse Bügeln wie die Pest. Es gibt nichts Schlimmeres als Bügeln. Und das Ergebnis ist besser, als ich es erwartet hätte. Sehen, dass es also auf alle Fälle besser aussieht als vorhin, als es direkt aus der Wäsche kam. Die großen Teile sind auf alle Fälle ausreichend glatt, zumindest für mich. Klar gibt es hier an den Seiten noch so ein paar Stellen, wo so ein paar kleine Dellen oder so ein paar kleine Verwerfungen hier einfach in dem Stoff noch sind. So ein paar kleine Falten gibt es hier unten auch. Kritisch sind natürlich solche Bereiche wie hier, wo dann irgendwie was umklappen kann. Das passiert einem beim Bügeln aber auch. Da muss man dann nochmal ran irgendwie. An sich, finde ich, ist das für so eine Lösung, wo ich jetzt persönlich gar nichts machen musste, eigentlich ein gutes Ergebnis. Man könnte jetzt nochmal hingehen und hier oben den Kragen ein bisschen glatt bügeln. Das ist jetzt beim erstmaligen Gebrauch kein Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das jetzt das Hemd ein paar Mal nur mit diesem Gerät hier bügeln würde, dass der Rand dann oder dass der Kragenrand dann irgendwie nicht mehr so ganz schön aussieht. Also da sollte man vielleicht dann nochmal über den Kragen nochmal rüber. Bei der Gelegenheit könnte man dann auch hier am Ärmel nochmal, da hat es natürlich so ein bisschen seine Schwächen, da hat es jetzt nicht so ganz perfekt das Hemd gebügelt, so als hätte man es mit einem Bügeleisen gemacht. Auch da könnte man jetzt eventuell nochmal mit einem Bügeleisen rüber. Aber das war es dann auch größtenteils schon, sogar auf dem Rücken, wo die kleinen Falten hier oben an den Schultern sind, hat das ganz gut funktioniert. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Und für 80 Euro Kaufpreis, würde ich sagen, spart mir das erstmal eine Menge Gerödel am Bügelbrett. Was dann zumindest bei meinen Bügelkünsten auch nicht unbedingt besser aussieht. Ja, das ganze Teil, muss man also sagen, kann einem schon ein bisschen Zeit sparen. Ich glaube, es ist abhängig davon, zu welchen Anlässen man Hemden anzieht oder wie genau man es damit nimmt, dass die jetzt wirklich komplett faltenfrei sein müssen. Zu einem ganz wichtigen Meeting oder zu einer wichtigen Feier würde ich dann vielleicht doch nochmal mit dem Bügeleisen nochmal hinterhergehen, damit es einfach 100% faltenfrei ist. Aber so für den Alltag, wenn ich jetzt mal schnell irgendwie ein Hemd anziehen muss, dafür würde ich jetzt fast sagen, reicht es. Finde ich nicht schlecht, vor allem für 80 Euro. Was man jetzt im Hinterkopf behalten muss, ich hatte es jetzt auf 15 Minuten eingestellt, 10 sollen angeblich reichen für so ein Hemd. Man darf nicht vergessen, das Gerät hat 1400 Watt, das heißt, das verbrät auch ein bisschen Energie, tut aber andererseits das Bügeleisen auch. Ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Ich bin erstmal positiv überrascht von dem Ergebnis. Ein Produktlink zu genau diesem Gerät findet ihr unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Freut mich, wenn ich vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Für mich war es jetzt auch das erste Mal, damit ein Hemd gemacht zu haben. Haut rein!